Wenn CTOS die Wachen verdoppelt, verdopple ich meine Waffen. Gut. Einkaufen. Schöner Tag, oder? Ja, sehr schön. Auswählen. Was brauche ich denn? Scharfschützen, ich gehe vielleicht in Nahkampf. 40.000 habe ich nicht. 400. Wie wär's damit? Mit einer... Ja, kaufen. MP. Sturmgewehre kann ich mir nicht... Doch, kann ich mir doch leisten. Nein. Ich möchte einen weiter, genau. Kaufen. So. Bitte. Oh, bitte. In den vergangenen Wochen wurde die Sicherheitsstufe für alle CTOS-Zentren in Chicago wegen mehrerer Attacken der Hacker-Aktivistengruppe DedSec erhöht. Auf die Frage nach den geänderten Sicherheitsbestimmungen gab sich Blumsprecherin Charlotte Gardner entschlossen. Tut mir leid. Sicherheit ist das Wichtigste. Deshalb haben wir private... Ich bezahle dafür doch nicht. Wo ich das gar nicht wollte, aber, nehmen wir das doch mal so hin, wa? So. Tatsächlich, Miss Gardner, sind diese Wachleute, auf die Sie Bezug nehmen, militärische Söldner, viele davon in krimineller Vergangenheit. So, Militär gedient, aber wir sollten unsere Soldaten nicht verteufeln, die ehrenhaft ihrem Land gedient haben. Das Video ist nicht gut. Die stören sowieso die Poller hier. Sie erhalten die Bürger die Sicherheit, die sie verdienen. Das war Blue. Aber das Auto hat erstaunlich erstaunlich gute Bremsen. Aber ich brauche Zugang. Ich muss wissen, wer meine Familie bedroht. Ich will wissen, wer hinter dem Anruf steckt. Ich betrete Sperrgebiet, scheiße. Dann sollte ich vielleicht auch nicht entdeckt werden unbedingt. Du hast hier... Das hat ja sehr gut geklappt. Ziel erfasst! Das ist... Oh. Ist gar nichts erfasst. Letzten Standort des Ziels erreicht! Du kannst schießen! Los! Ich bin ein Profi! Du entkommst mir nicht, du Teilzeitamateur! Oh. Hoppala. Ja, die sind ganz schön aggressiv. Ich hab den echt übersehen da, ey. Scheiße. Ich kann mit jedem reden. Das ist mein Ding. Vor allem mit den Bunnies. Oh, sie kommen. Was ist denn los, du Spinner? Hey. Hey, Barney, was geht? Was wollen Sie? Du musst hier weg. Doch. Ich weiß, du bist da irgendwo.
Du bist tot! Ich bin tot? Meinst du echt? Ich bin schlecht. Ist ja. E. Ne, ich war. Ist ja. L. E. C. T. Schlecht. Sei bloß die Klappe, Alter. Okay. Hack ich mich mal hier durch. Hast du die? Okay. Ist hier noch eine andere Kamera? Wo muss ich hin? Gabelstapler, was kann ich damit machen mit dem Gabelstapler? Okay, das ist komisch. Ohne Scheiße, das ist wirklich geil. Ich liebe das Spiel immer mehr. Weg hiervon. Was ist denn hier los, verdammt? So. So, ja, das ist doch gut. Nächstes. Gut. Okay. Ich sehe mir gerade das Netzwerk an. Du hast deinen Zugang und ich habe meinen.
Das Profiler-System ist online. Jedermanns kleine Geheimnisse. Ein Knopfdruck entfernt. Das Ding markiert alle möglichen Sachen im Netzwerk. Das könnte sicher von Vorteil sein. Achte auf den Online-Verkehr. Da könnten Fixer im Netzwerk sein. Wenn ich sie sehen kann, sehen sie mich auch. Okay, ich muss los. Ich habe zu viel Lärm gemacht. Gib mir Zeit, deinen Anrufer zu finden. Ich melde mich. Okay, ich hau ab. Was? Mann, du weißt, wie das Spiel läuft, Mann. Ich kann mit jedem reden. Das ist mein Ding. Vor allem mit den Bunnies. Oh, sie kommen. Was ist los, du Spinner? Hey, Bunny, was geht's? Was wollen sie? Hey, wohin gehst du? So, Gebiet verlassen. Was zur Hölle? Hab ich geschafft? Ich hätte gar nicht angreifen müssen. Das ist geil. Okay. Ich habe einen Führerschein. Ich muss was für mich erledigen. Was gibt es? Ich habe einen lukrativen Deal mit einem besonderen Kunden eingefädelt. Er braucht einen Fahrer. Nein. Die Sache ist, ich komme heute Morgen rein und sehe, wie Maurice sich aus dem Gästezimmer graben will. Also muss ich ihn wegbringen. Das Problem könnte ich einfach auf dich abwälzen, weil er schließlich dein Problem ist. Doch das ist echt nicht mein Stil. Ich bring zu Ende, was ich anfange. Und ich habe nur eine Bitte. Ja gut, schön. Ich mache es. Hey, ich will dich wirklich nicht zwingen. Ich sagte, ich mach's. Gut, um was genau geht es denn? Ist ein Lieferjob. Muss den Typen fahren. Nicht zu schwer, hm? Aber denke mal daran, dass mein Ruf auf dem Spiel steht. Er bezahlt gutes Geld für den besten Fahrer Chicagos. Dann hat er Glück. Gut. Ich würde aber sagen, ich fahre nur schon mal zum nächsten Job. Also Fixer. Der fixt hier gar nichts. Ich glaube, das machen wir als nächstes, den Fixer. Schlechter Beifahrer. Nö, ich würde sagen, das war's jetzt erstmal wieder für diesen, ja, für diese Aufnahmesession von Watch Dogs. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ich war nicht zu schlecht. Ja, konnte man schon vermuten, aber ich glaube, es ging noch so. Es gibt einige, die das dreimal besser spielen. Tut mir zwar leid, aber ich werde versuchen, mich zu bessern. Auf jeden Fall sage ich, bis demnächst wieder bei Watch Dogs. Und ich sag mal, bis dann, haut da rein und tschaußen.